So, und willkommen zurück zu Gwiss. Und ich habe es leider nicht hinbekommen. Ich habe keine Einstellung auf die Schnelle gefunden, wie man einfach sagen kann, nö, ich möchte keinen Lautsprecher mehr haben an meinem Mikrofon, beziehungsweise an meinem Controller, sondern ich möchte gerne alles durch meine Anlage hören. Das hat irgendwie nicht funktioniert, leider. Sehr nice, jetzt haben wir die dritte Farbe und direkt Regen. Ja toll, haben wir gut gemacht. Aber sind das vielleicht die Elemente dann offensichtlich, die wir zurückholen? Ne? Kann das sein? Blau. Rot vielleicht als Erde, vielleicht kann man das so sagen. Grün, ne, Natur, Pflanzen, ist ja gut, ist ja kein Element. Vielleicht auch Wind, wer weiß, ne? Blau das Wasser? Keine Ahnung. Ach, Liebe fehlt noch. Ah, okay, dann können wir da rein. Aber ich will eigentlich, ach, ist egal. Ich möchte eigentlich zurück, ne? Weil ich möchte meinen Doppelsprung an der einen Stelle nutzen, wo ich den brauchte. Egal, bringt jetzt eh nichts mehr. Hui! Ich darf nicht schweben. Gut, nächstes Level, ne? Oder nächste Welt, wie auch immer. Oh, jetzt sind wir wahrscheinlich erstmal wieder in unserer Hub-World. Oh! Oh, wir dürfen schwimmen. Okay, dann lernen wir auf jeden Fall noch das Tauchen. Oder? Okay, schade. Ich habe jetzt gedacht, wenn wir uns schwer machen, dass wir dann vielleicht irgendwie tauchen können, aber nein, das klappt leider nicht. Okay, was ist das denn für eine Plattform? Okay. Fand ich jetzt nicht so schwierig. Also ich weiß nicht genau, wenn jetzt die Plattform, also wenn die, wenn das Wasser so fließt, dass dann eine Plattform vielleicht nicht funktioniert oder ob die einfach immer da ist. Keine Ahnung. Ja, das ist auch nichts. Aber das werden wir garantiert noch erfahren. Okay. Hm. Ja gut, das schaffen wir so auf jeden Fall nicht. Brauche ich gar nicht versuchen. Hupsa. Jawohl. Ja, ich glaube, da haben wir keine Befürchtung. Oder brauchen wir keine Befürchtung zu haben, dass wir irgendwie runterfallen. Wenn wir einmal drauf sind, sind wir drauf. Die gibt es natürlich trotzdem, ist ja klar. Wäre auch sonst zu langweilig. Oh, Entschuldigung. Ja, doch, ich gehe nochmal hoch. Ich gehe nochmal hoch. So viel Zeit muss sein. Schaffst du, genau. Zack. Und hopp. Hm. Jetzt ist doch die Frage, sollen wir es tun oder nicht? Nein! Okay, wir sollten es auf jeden Fall tun. Ja. Da oben ist garantiert was Geheimes. Egal, dann machen wir es halt nochmal. Jupp. Jupp. Und schepp, riep. Und hoch. Easy pupisi. Ich dachte jetzt zuerst, dass wir dann direkt quasi aus dem Bild geschossen werden damit, aber es ist gar nicht so krass. Okay, warte mal. Hä? Ach, jetzt müssen wir nochmal da. Wir mussten eh zweimal dahin. Ja, super, ey. Alles klar, verstanden. Aber kann das sein, dass das Spiel auch teilweise darauf ausgelegt ist, dass man beim ersten Durchgang noch gar nicht alles holen kann?
Weil mich macht das, diese eine Stelle wahnsinnig, was wir vor, weiß ich, ich glaube, im vorletzten Part gesehen haben, wo es dann auch diese verschwindenden und erscheinenden Blöcke gab. Und ich mit jedem Sprung quasi die Blöcke getriggert habe. Und einfach zum Verreck nicht dahin kam. Vielleicht war ich einfach zu blöd, ne? Vielleicht gab es eine Möglichkeit, keine Ahnung. Aber für mich sah es so aus, als würde ich dafür nämlich genau den Doppelsprung brauchen. Habe ich ja sogar noch gesagt, boah, Doppelsprung wäre geil, den bräuchte ich da jetzt, ne? Und zack, 3 Minuten später hatte ich den. Meiner. So. Jetzt können wir auch mit gutem Gewissen weitergehen. Ach, die machen wieder Geräusche, die ihr nicht hört. Also ich denke mal, ihr hört den Sound nicht, ne? Weil über die Anlage kommt nichts raus. Ich wüsste nicht, wie sonst der Grabber das dann abfangen sollte. Die quietschen so ein bisschen vor sich hin. Aber ich muss mal gucken, das muss doch funktionieren, oder? Bei der PlayStation 5, hallo? Ich habe bei Sound geguckt, bei Ton und sowas, ne? Und irgendwie. Ich konnte zwar die Lautstärke vom Controller einstellen, aber nicht sagen, hör mal, da soll nichts rauskommen. Warum bin ich hier oben? Geronimo! Okay. Doch unspektakulär. Ja, muss ich ja von rechts kommen? Ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Ich gucke mir erstmal weiter. Hä? Oder schießt er mich einfach nach rechts? Ah, okay. Das ist natürlich geil. Dankeschön. Ein Fisch. Ganz viele Fische. Uah. Gefielte Fisch. Hups. Und hups. Ei! Toll. Ganze Flow ist jetzt weg. Toll. Ich mag das, dass wir trotzdem noch die Sonne sehen. Also jetzt sieht sie auch so ein bisschen so aus, als wäre sie unter Wasser. Durch den Aquarellton im Hintergrund. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Was hat mir das zu bedeuten? Warum habe ich da einen und den zweiten nicht? Oder ist das vielleicht so eine Art Checkliste? Dass es hier vielleicht in dem Bereich 2 Stück gab und ich habe einen davon gesammelt irgendwie? Möchte nicht hoch, noch nicht. Uns erstmal weiter umgucken. Okay, so viel zum Thema. Ach so, genau, das Sternbild wird ja erstmal weiter, natürlich. Also, nach unten gibt es noch ein paar, nach oben gibt es noch ein paar. Also, gibt es noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Ach, das sind einfach nur Wasserfälle, ne? Weil ich dachte, das wären irgendwie so Sachen, die mich vielleicht irgendwie nach oben bringen würden. Ja, die Frage ist jetzt erstmal. Guck mal, da unten rechts habe ich zum Beispiel alle bis auf einen. Was auch immer das bedeutet. Also, vielleicht ist es wirklich irgendwie eine Checklist von den Leveln, die wir besuchen. Ah, guck mal, jetzt kommen wir hier nämlich nach oben. Wenn wir natürlich Bock hätten. Ja, aber hier geht es, glaube ich, zum grünen Bereich, ne? Kann das sein? Oder es geht einfach nicht zum grünen Bereich, weil es einfach zu ist. Das kann natürlich auch sein, ja. Achso, das kann übrigens auch eine der letzten Aufnahmen mit dem aktuellen Rechner noch sein, ne? Fällt mir gerade ein, weil ich kriege ja morgen, beziehungsweise übermorgen meinen neuen Rechner. Ich weiß nicht, ob ich das bis zum Wochenende hinbekomme, den einzurichten. Also bis zum darauffolgenden Wochenende. Das dürfte aber auf jeden Fall eine der letzten Aufnahmen definitiv sein. Nein. Kacke. Egal. Auf ein neues. Hui. So. Alter, das ist aber trotzdem ganz schön knapp gewesen, ne? Ist das hier brüchig? Nope. Okay, ich glaube, das ist wirklich eine Checklist, ne? Weil hier sagt mir wahrscheinlich das Ding jetzt auch gerade, hör mal, du kannst jetzt hier 7 Stück sammeln. Das ist natürlich super praktisch. Aber soll ich jetzt einfach den hier machen, oder wie? Ich, keine Ahnung. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Aber da kann man doch her. So Schwachsinn. Hä? Ich komme hier nicht weit, das tut mir leid.
Weil der Weg nach oben... Also ich habe jetzt keine Schmetterlinge oder sowas gesehen. Aber es kann sein, dass das hier die Hubworld ist, ne? Dass ich den ersten gefunden habe, den zweiten nicht. Oben links von den sieben habe ich noch natürlich noch keinen gesammelt, weil ich da noch gar nicht drin war. Ja, er pfeift mich hier nicht so voll. Oben rechts kann ich nicht lang. Oben links habe ich auch nichts gesehen. Unten links kam er her, deswegen gehen wir jetzt mal nach unten rechts. Und das auch zu, ne? Jupp. Jupp, alles klar. Gut, dann habe ich da irgendwas gerade verpasst offensichtlich. Also auch mal schön, dass wir hier mal wieder ein bisschen Zeit verbringen, ne? Man fühlt sich ja hier auch ein bisschen wie zu Hause natürlich. Ja, ich versuche gerade verzweifelt nach Erklärungen, warum das, was ich hier mache, doch nicht so scheiße ist. Aber ich finde das schön, wie sich die Welt hier dann auch nach und nach entwickelt, ne? Gefällt mir. Ach, guck mal, hier haben wir noch was. Mit dreien. Oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wahrscheinlich was absolut Banales, ne? Ich habe es einfach vielleicht nicht gesehen. Alter! Das ist nicht zu glauben. Oh, ist das gar nicht der Plan, dass man vielleicht einfach hier in die Richtung soll? Nee, auch das wird nicht das Rätsels Lösung sein. Junge, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das so knapp bemessen? Aber ich glaube, ich mache die ganze... Ich glaube, ich muss auch einfach da nicht hin. Aber warum kann ich dann da hoch? Warum sind da Schmetterlinge? Ihr seht das, ne? Eevee scheint es ja hier doch richtig zu sein. Weil, warum zeigt ihr mir das dann jetzt hier an? Aber wo und wie? Und vor allem, wer mit wem? Hat sich durch das Sternbild jetzt irgendwas ergeben, dass es doch richtig ist, dass ich jetzt in die Richtung gehe? Versuchen wir irgendwie wieder zurückzukommen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hier ist auch zu. Ich komme hier wirklich nicht weiter. Wow. Und die schwimmt so langsam. Gib Gas. Damit habe ich nicht gerechnet. Weil das ist das einzig Logische. Ich drücke gerade Knöpfe, ob ich irgendwie tauchen kann oder so. Aber es geht auch nicht. Weil es ist nun mal der einzige Bereich, wo ich vorher halt noch nicht hinkam. Weil ich weder den Doppelsprung hatte... Noch sonst irgendwas. Also auch nicht mit den Schmetterlingen agieren durfte. Das Einzige, was mir jetzt so einfiel, wäre, dass wir irgendwo noch so ein Bottich mit Schmetterlingen rumeiert, den ich einfach nicht gesehen habe. Weil hier ist ja auch nur die Ranke, die mir den Weg versperrt, ne? Sieht auf jeden Fall danach aus, als würde da gleich eine kommen. Jipp. Oder soll ich einfach warten, bis es irgendwie voll geregnet ist und dann kann ich irgendwo hinschwimmen. Das wäre natürlich auch geil. Das wäre ziemlich geil, so ein bisschen so Metal Gear Solid Style. Metal Gear Solid 3, dass man dann einfach irgendwie sagt, jo, das war's. Weil die Andy ist jetzt an Altersschwäche gestorben. Irgendwas muss ich hier tun. Das muss ja einen Grund haben, dass ich hier langlaufe, ne? Ich habe gerade irgendwelche Geräusche gemacht. Was? Moment. Ach so, mit Kreis kann ich versuchen, irgendwie zu singen, glaube ich. Ne? Aber meine Stimme ist ja weg. Das ist ja geil. Okay, das wusste ich gar nicht. Es tut mir echt leid, ich komme hier nicht weiter.
Ihr hört die Geräusche natürlich nicht, ne? Aber die versucht zu singen. Ja, gut, das Einzige, aber was soll mir das hier bringen? Okay, ich hab nichts gesagt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier bedeutet, aber ich nehme es mal zur Kenntnis. Eine halbe Sonne haben wir schon mal. Ist das ein Geheimraum? Ist das irgendwie so eine Komplettierungsgedöns? Was auch immer die Strahlen bedeuten. Ach, das sind vielleicht die Dinger, die ich gesammelt habe hier. Die geheimen Sternbilder. Oder? Dass ich 5 bisher verpasst habe? Macht das Sinn? Keine Ahnung. Ja, aber super. Das hat mich kurz gefreut, weil ich dachte, ich komme weiter. Super. Das war aber für den Arsch. Ja, aber hier habe ich doch offensichtlich sehr viele verpasst, ne? Ich stehe auf dem Schlauch. Tut mir leid. Mir fällt jetzt gerade auch nicht ein, was ich hier sonst machen soll. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt den nächsten Part starten und sagen, jo, wir kommen übrigens immer noch nicht weiter. Ja, bin mir deshalb noch nicht so ganz so beim Klaren, wie ich jetzt weiter verfahren soll. Egal, ich mache jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen Cut. Ich überlege es mir. Ich gucke nicht nach, auf gar keinen Fall. Vielleicht ist das hier eingeweicht durch das Wasser. Nein. Muss man den Pegel irgendwie steigen lassen? Weil ich eine fette Sau bin? Nein. Gerade keine Idee. Ich würde vorschlagen, ich gucke mal ein bisschen rum. Aber ich würde dann für heute auf jeden Fall schon mal leider die Aufnahme beenden müssen. Weil wie gesagt, so macht es halt wirklich gar keinen Sinn. Ich kann halt auch nicht tauchen und nix, ne? Das nervt. Mit Kreis kann ich auch nichts machen. Da passiert gar nichts. Ach Gott. Das ist irgendwie echt fertig, eh gerade. Hier kann man vielleicht nochmal höchstens so den hier mal. Ne, geht auch nicht tiefer irgendwie ins Wasser rein. Ne, dann würde ich für heute Schicht machen, nach 3 Parts schon tatsächlich. Das waren, glaube ich, heute 3 Parts. Und ja, also finde ich trotzdem echt geil das Spiel, aber ich komme hier gerade echt nicht weiter. Und das ist echt traurig. Das ist wirklich traurig. Das ist irgendeine Banalität, die ich die ganze Zeit übersehe. Irgendein Weg, den ich noch nicht gegangen bin, wo ich nicht weiß, dass ich den noch nicht gegangen bin und die ich jetzt gerade nicht finde. Deswegen, ich würde jetzt einmal den Speicherstand im PSN sichern. Würde dann morgen quasi den Speicherstand wieder laden, um dann weiterzumachen. Aber bis dahin werde ich herausgefunden haben, auf jeden Fall, wie ich weiterkomme. Gut, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass auch ihr Spaß trotzdem noch mit dem Spiel habt. Auch wenn ich jetzt in diesem Part eigentlich nur rumgerannt bin und verzweifelt versucht habe, irgendwie zu finden, wo ich hin muss. Ja, danke auf jeden Fall auch dann fürs Einschalten. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wo es dann zumindest erstmal ein Stückchen weitergeht. Mal gucken, wie weit ich dann komme, ne? Also bis dahin, tschüss.